So, liebe Nightrider-Freunde, willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteres Video, Ausgabe 57. Wir bauen den Nightrider von Firma Phantom. Es geht heute natürlich wieder weiter mit dem Sitz. Wir müssen was hier daran mutieren. Und da fangen wir sofort an. Natürlich fällt mir was wieder auf den Boden. Was ist das jetzt hier? Okay. So. Also kann ich das Licht nicht ausmachen. So. Wir haben heute einmal die Streben. Aber erst gucken wir natürlich wieder, was im Heft drin ist. Mal hier. War die nicht schon mal drin gewesen? Das ist ja der Anbau. Die Bauleitung. Und wieder natürlich ganzen Szenen wieder aus der Serie, die ganzen Bilder. Ein sehr schönes Bild. Ich fand immer, das war ein gutes Team, die Liga 2. Aber natürlich jetzt gucken wir auch natürlich jetzt nach dem Bausachen. So, wir fangen jetzt weiter an. Weiter zu bauen. So, was haben wir hier? Viel ist es wieder nicht. Viel ist es auch nicht. Hier sind wieder Schräubchen. Eben Schräubchen. Wo sind sie jetzt alle jetzt? Hier. Alle Schräubchen noch von den ganzen letzten Bausachen. So, fangen wir natürlich an. Wir brauchen einmal das hier. Das ist einmal so. Ist das irgendwie markiert? Aha, so. Und das wird am Sitz, nach Sitz, befestigt. Okay, hier sind noch Schrauben drin. Ja. Ah, hier. Hier ist die Einkerbe, seht ihr das? Okay. Ah, toll. Abgebrochen. Ist ja toll. Das ist ja wieder geil. Das ist jetzt natürlich jetzt blöd gewesen, jetzt was passiert ist. Jetzt frage ich mich manchmal, was ich jetzt falsch gemacht habe. Man hätte besser hingucken müssen. Ja, Leute, das ist immer jetzt mein Fehler gewesen. Jetzt muss ich noch mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht kann ich das mit Zirkonikleber festkleben. Auf jeden Fall muss es erstmal befestigt werden. Aber ihr seht, das ist ganz weiches Plastik. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Das ärgert natürlich mich jetzt ganz gewaltig. Das passiert meistens immer, wenn ich die Brille nicht anhabe. Gut, aber gut. Ist nicht so schlimm. So sieht es aus. Das wäre jetzt schon mal diesen Seitenflügel, denke ich, für den Gurt. Dann müssen wir das hier machen. Wie kommt das jetzt hier rum? Aha, so dran, okay. Dann wird der Stuhl hier. Draufgesetzt.
Und dann bin die Schrauben, habe ich dann befestigt mit den Schrauben. Ah, das ärgert mich jetzt ganz gewaltig, Leute. Man soll erst mal gucken, was man überhaupt macht. So. Aha. Moment. Hier sind noch andere Schrauben. GM-Schrauben. Weil wir müssen erstmal bitte aufpassen, dass hier muss hier festgeschraubt werden. So, ich mache mal Powerlicht an. Ihr seht, wenn man YouTuber ist, muss man ein perfektes Licht haben. So, jetzt aber. Jetzt haben wir sie da. Okay. So, jetzt haben wir das richtig rum. Okay. So, das hätten wir. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir. Hier ist das zum Beispiel, müsst ihr aufpassen, was am Anfang passiert ist. Hier war diesen Pin, diesen Stift, und der ist hier jetzt abgebrochen. Seht ihr das? So, und das muss ich eigentlich normalerweise jetzt ein bisschen mit Sekundenkleber kleben. Aber aufpassen. So, haben wir. So, das jetzt ist die Ausgabe 57, die ich jetzt gebaut habe vom Kit. Ich hoffe, das Video hat trotzdem euch gefallen. Lasst einen Daumen da, wenn euch es gefallen haben soll, einen Daumen hoch. Und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr möchtet. Und wenn euch das gefallen haben sollte, die ganzen Sachen, die ich auf meinem Kanal mache, dann sehen wir uns bei der nächsten Ausgabe wieder. Oder halt Bauprojekte auf meinem YouTube-Kanal. Viel Spaß nochmal auf meinem Kanal. Wünsche euer Mike. Bis dann. Ciao.